Hier im Hintergrund den Lebensraum, in dem Zauneidechsen festgestellt worden sind. Eine Art, die nach europäischem Naturschutzrecht streng geschützt ist. Im Vordergrund sehen wir den bereits im Vorjahr trockengelegten Teil der Biotopstrukturen, die sich also durch eine hellgrüne Färbung auszeichnen. Und wenn wir jetzt hier herumschwenken, dann sehen wir alles das, was jetzt hier in dunklen Farben frische Erde aufweist. Das ist also das, was in diesem Jahr durch permanentes Abpumpen unter den Augen der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leipzig an Biotopstrukturen bereits vernichtet worden ist.